Winter AD, Scheiden tut weh? Von wegen. Einige Hankenhofbewohner genießen die warme Märzsonne, andere sind eher auf Frühjahrsputz eingestellt. Auf alle Fälle ist es das perfekte Wetter für einen kleinen Ausflug. Heute beginnt für die neugeborenen Kälbchen die Outdoor-Saison. Es wird Frühling, die Haare gehen runter. So, ihr Babys, heute geht's mal raus, Anja. Ja, raus mit dem Baby. Wow, was ist denn los? Was ist denn los? Ich will gar nichts von deinen Kindern. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Ist alles schon gut. Mädchen oder Junge? Der XXL-Ostfriese will's genau wissen. Geh mal eben rein und guck mal eben runter. Längst erledigt, oder? Und gleich im unteren Stiert gucken. Das ist ein Kuhkalb. Ich hatte ja geguckt. Du hattest geguckt. Da waren helle Zitzen unten drunter. Ist das doch ein ja, ein Kuhkalb. Dann hat er nicht. Ein Zitzen hat ein Bulle auch. Habe ich keine. Aber doch nicht fünf Stück, oder? Fünf Stück? Unten drunter. Dann hätten wir einen wegkneifen müssen. Weiß ich nicht. Anja. Brauchen doch nicht mehr Striche. Anja, das ist deine Enkeltochter. Genau. So. Oh, fein habt ihr das ja. Nein. Und deine Zwillinge sind ja auch toll. Wenn die so fein toben. Vor 10 Tagen sind die Zwillinge zur Welt gekommen. Tamme hat ihre Geburt gefilmt und das Ganze live kommentiert, wie beim Fußballspiel. Die Kuh wurde fixiert, angebunden, weil die im Herdentrieb etwas scheuer sind. Ein Strick wurde an dem Fesselgelenk des Kalbes befestigt. Jetzt suchen wir gerade das andere Bein. Tammes Cousin Volkmar und Hofkraft Erik sind eingespielte Geburtshelfer. Und jetzt kommt unser neuer Erdenbürger. Der kommt von der So, Flutschi, da haben wir ein sehr groß angelegtes Kalb. Welchfleck, ganz dunkel. Und jetzt geht's hin, die Mama geht zum Kalb. Sie leckt das Kalb jetzt an. Eigentlich dachten die Hankenhofbewohner, Anja würde nur ein Kälbchen erwarten. Das Geschwisterchen war eine echte Überraschung. Liebevoll befreit die Mama ihr Kuhkind von der Fruchtblase. Ein Moment, der Spielreporter Tamme so berührt, dass er kurz mal sprachlos ist. Doch Anjas Mutterglück ist nicht perfekt. Eins der Babys kommt mit verkürzten Sehnen zur Welt und hat deshalb steife Vorderbeine. Ein Problem, das dem Hofchef Sorgen macht. Es wird aber Zeit, dass sie rauskommt. Guck dir die Beine an. Ja, aber Hans Jörg hat gesagt, da soll man nichts machen. Wissen, dass der rauskommt. Ja, aber nicht auf dem Stroh, die müssen raus. Tamme, und den haben wir zwischendurch hier laufen lassen, nach Rücksprache mit Hans Jörg. Und er hat gesagt, da wird er jetzt so nichts dran machen. Das gibt sich. Der kriegt Schwierigkeiten, der kleine Bulle mitzukommen. Tamme ist anderer Meinung als Tierarzt Hans Jörg. Warum hat er denen nicht so ein Mittel gegeben, dass die Klauen weich werden? Ich habe sie ihm gezeigt, er hat gesagt, er wird jetzt nichts machen. Auf die Art und Weise, wie er gelaufen ist, da war hier weniger Stroh drin, hat er gesagt, der ist weich genug, der muss auf dem festen Boden bzw. raus und dann gibt sich das. Und daraufhin haben wir den hier zwischendurch laufen lassen. Vielleicht wird es ja wirklich besser, wenn der Kleine draußen auf der Wiese läuft. Noch ein paar Minuten, dann geht's an die frische Luft. Der erste Ausflug der Kälbchen ist nicht das einzige Projekt, das heute ansteht. Tammes Blockhaus soll verschönert werden. Und zwar mit einem Erbstück von Opa Hanken. Wichtige Vorarbeiten übernehmen Tammes Neffe Jan und Bürokraft Ramona. Alles, was in dem Schrank ist, Ramona. Unten, oben, hier drauf, auf dem Tisch. Ich wollte gerade sagen, die Schrank nicht. Wirklich nicht? Wenn das gute Stück mal leer ist, wiegt es bestimmt 20 Kilo weniger. Stoppen brauchst du. Jan hätte es wissen können. Besuche bei seinem Onkel arten immer in Arbeit aus. Das ist ja auch ein Schlappentüdelee hier, ne? Jetzt sind nur noch Generationen von Staub im Schrank. So, holst du eben ein Handtuch oder einen Lappen oder was und dann hier
Die Schubladen, die sind sowieso am schwersten, die nehme ich gleich. Zusätzlich zur schweren Bürde der Verantwortung, Hut ab. Tammer ist nicht nur ein Mann, der sich aufopfert. Man kann sich auch immer an ihn wenden, wenn man nicht mehr weiter weiß. Und nun in den, ups. Jetzt bloß nicht im Weg rumstehen. Stell dich mal so hin. Im grob auszwischen, auch diese Planken. Wo bist du denn, Schätzelein? Guck mal, oh, nicht so laut, nicht so doll. Ich bin ja, ist ein Drecksack. So, wo ist denn jetzt Erich? Der muss ran. Guck dir das hier mal an, was hier los ist. Hier sind von den guten Grockstängel. Dieses, so ein Grockglas, der gehört natürlich vorne in der Kneipe gleich rein. Das muss alles abgewaschen werden. Die Biergläser, alles da hinten hin und sauber machen. Das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ich hier beleben wollte. Oh. Ich möchte wohl wissen, wie lange hier kein Schwein mehr reingeguckt hat. Auf geht's. Der ist lose, ihr müsst jetzt bloß aufpassen. Wie schwer ist das dumme Ding denn? Der ist nicht schwer. Du musst bloß tiefer, sonst ist die Lampe gleich weg. Zeug. Oh, sag. Nicht so schnell. Tamme hat noch was entdeckt. Runter. Runter, 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 runter. Hau nicht zu doll. Alles gut weg. Eine kaputte Birne. Da liegt eine Birne drauf. Nicht die letzte, die Tamme heute retten wird. Ja, das ist auch besser. Das müsst ihr auch, sonst ist man zu traurig. Ja, der Knochenbrecher weiß, wie man Schränke trägt. Zumindest theoretisch. Und er teilt sein reiches Wissen gerne mit anderen. Heute hat es Erik und Jan getroffen. Zwei echte Glückspilze, die beiden. Ich mache euch den gleich auf. Ich gebe Kommando. Was sonst? Teile von Opas Erbe sind schon mal gesichert. Jetzt geht's um den Rest. Hier sind voller Körpereinsatz und ein gutes Auge gefragt. Und alle mitnehmen. Hühnerscheiße ist. Bessere Hilfe kannst du nicht kriegen. Wir sind Spezialisten. Bisschen an der Seite bleiben, da ist Vogelkacke. So, Türen auf. Nicht so stramm um die Ecke. Nee, du musst hier rum, um die Scheiße. Runter. Oh, sauber, ihr habt's geschafft. Seid ihr fertig? Das ist natürlich ein Schmuckstück, nicht? Aber das ist ein Schmuckstück, du. Gott, ist das anstrengend. Das ist ja gar nicht so einfach, nicht? Einen Schrank hochzukriegen. Massive Holz, von wegen hier schwedische Wohnkultur. Hier herrscht Ordnung. Das ist aber massiv. So, ich gebe ein Bier aus, Unterteil. Das könnte eng werden. Diese schlauen Experten, dann setzen sie den mitten im Gang. Wenn man nicht alles selber macht. Kommst du da zurecht oder soll ich dir helfen? Ich habe meine guten Schuhe. Also, ich habe hier ein bisschen. Gummistiefel werden sowieso überschätzt. Jetzt mal so Krempel hier. Dem Schnodder. So oder so die Frage, ob die Kälber jetzt erst gleich so mit rausrennen. Ja, ich probier mal, ob ich die. Weil Elvis wollte auch erst nicht so raus. Moment, Moment. Meine Schuhe. Nicht die passenden Schuhe angezogen. Und los. Gibt doch nichts Schöneres als Kuhscheiße an den Füßen. Wenn Becky das sagt, muss es stimmen. Schließlich ist sie schon lange Fachkraft bei den Hankens. Seit der Geburt der Kälbchen waren die Welsh Black Kühe nicht mehr im Freien. Endlich geht's wieder an die frische Luft. Die Alten sind froh, dass die raus können. Mal gucken, ob wir die Kinder mit ausgetrieben kriegen. Anja, was brüllst du so? Muss mal deine Babys mitnehmen. Ihr seid mir solche Mütter. Unglaublich. Ich versuche die mal von innen rauszurühren.
Ich guck mal, ob da was geht. Hier steht ja alles schon hier. Komm mal her. Guck mal hier. Komm her, komm. Keine Chance. Komm her, komm. Becky versucht sich als Kuhflüsterin. Carmen lässt lieber Taten sprechen. Ein Schubs und der kleine Kerl ist draußen. Upp. Warte. Während das erste Kuhkind draußen noch alles gründlich beschnuppert, kämpft Carmen drin schon mit dem zweiten Wonneproppen. Oh, du hast einen breiten Hals, ey. Los, komm. Ja. Der nächste bitte. Jetzt kommt die wilde Hummel noch. Du brauchst dich gar nicht so angeiern, du. Komm her, du Flitzi. Flitzi. Oh. Nein. Soll ich die nehmen? Hier bleib. Bei Flitzi hilft nur doppelte Frauenpower. Hinten hab ich's. Ja, da durch, dann lernst du es gleich. Na endlich. Tuck. Wir haben rumspringen. Also komm, hier mal jetzt schon wieder. Na, das ist nicht dein Baby. Dein Baby läuft da. Du bist ja mutig. Oh, die ist auch sehr selbstbewusst. Ja, Anja. Ja, los. Wo sind deine Babys? Guck mal, der eine Fuß ist gut geworden. Der andere ist immer noch leider auch sehr weit nach vorne. Ne? Ja. Und Tamme meint, das wird dann nicht gut. Müssen wir im Auge behalten. Müssen wir sonst hier ja noch mal sagen. Ja, das sind deine Geschwister. Aber der muss halt mehr auf dem festen Boden. Wir haben ihn zwischendurch dann da laufen lassen. Wenn es dem Kälbchen in ein paar Tagen nicht besser geht, muss Tierarzt Hans-Jörg ihm wohl doch ein Mittel spritzen. Warte. Ja. Noch nicht laufen. Zweite Etappe in Sachen Blockhausverschönerung. Und das ganz ohne Aufsicht? Jetzt kommt er. Nein, der XXL-Ostfriese erwartet seine Helfer schon. Nicht, dass sich einer von ihnen kurz vor Schluss doch noch einen Fehltritt leistet. Oh, nicht durch die Scheiße treten hier, Holland. Wo willst du ihn haben? Hier muss er hin. Tamme hat einfach ein Händchen für Inneneinrichtung. Und er weiß, wie man Projekte durchzieht. Deshalb gibt's jetzt auch keine Pause für die Helfer. Dann setzen wir das Ding jetzt einmal drauf und wissen, das kommt von der Höhe hin. So wie ich das einschätze, ist das auf Zentimeter genau die Höhe, die wir haben wollen. Oh. Okay. Tür. Ups. Ja. Pass auf. Hier achte ich drauf. Moment. Gleich, wenn er wieder richtig rauf sitzt, funktioniert's. Ich halte gegen. Lass mal so gewinnen. Gewusst wie. Kaum legt Tamme Hand an, läuft es. So. Hinsetzen. So, und jetzt wollen wir sehen, ob die Tür wieder passt. Ist sie nicht richtig eingehakt hier mehr? Passt, wackelt und hat Luft. Weiter im Text. Ja, wir müssen ja einen Platz haben für das Ding, aber das passt. Aber knapp. Ich werde die Birne schon mal rausnehmen. Ich lasse uns den Strom ausmachen, da ist ja. FI drin, FI hin und her. Du als Leiche, der Tisch war schon schwer genug, dich dann auch noch runterzubringen. So. Generalschluss auf allen Kanälen. Ich sag's euch, es wird schön werden. So bewahrt Tamme Erik und Jan vor dem Stromtod. Und wieder verschwindet eine Glühbirne wahrscheinlich für Jahrzehnte in Opas Schrank. Wir stellen uns vor, keine Streifen auf dem Boden machen. Was hast du? Keine Streifen auf dem Boden machen. Das sind daneben. Oh.
du? Wir müssen hier auf jeden Fall weiter her. Ja, anheben. Du musst bloß anheben. Hältst du den Wagen oben? Nee. Ja, ich halte alles. Guck mal, ich fasse einfach hier an und gehe rüber. Ich säge die Millimeter. Tammes Neffe Jan und seine holländische Hofkraft Erik sollen bloß nicht glauben, dass sie hier Pfusch abliefern können. Der Knochenbrecher hat zwar eben schon perfektes Augenmaß bewiesen, aber sicher ist sicher. Trag dich. Schlamperei auf der ganzen Linie. Das sieht ja ein Blinder, dass das nicht mittig ist. Wesentliche Korrekturen sind natürlich Chefsache. Jetzt stimmen wir. Geschafft. Projekt Schrank erfolgreich abgeschlossen. Oh, war das anstrengend. Zurück auf der Weide. Carmen hofft, dass der Auslauf im Freien dem Kälbchen mit den verkürzten Sehnen hilft. Ja, der soll jetzt mal da in den festen Boden gehen. Das müssen wir dann nochmal angucken. Und von der links stand der ja genauso. Von links ist er in die richtige Richtung gekippt. Von rechts ist noch nicht gut. Ja, musst du im Auge behalten. Und haben wir meinen, wenn das zu weit dahin kippt, dann wird das nicht, ne? Weil die Sehne sich natürlich immer mehr verkürzt. Sie muss ja, länger werden. Klar. Das ist ja Sehnenverkürzung hier, ne? Die eine, das ist eine wilde, die, seitdem die geboren ist, die war kaum raus. Seitdem ist sie nur am Galoppieren. Und Mama zu und immer pff, und dann pff, weiter. Das ist eine Verrückte, ey. Die ist super drauf. Und da war die zweite. Die war als zweites raus. Nee, das ist die jetzt, die kleine von. Nee, doch. Das ist von den Zwillingen, die. Stimmt. Ja. Das war die ganze Zeit. Das ist eine lebensfrohe kleine Maus. Ja, komm. Ah, nein! Was? Ein Kuhbaby am Stromzaun. Ah, diese Kälber. Ist schon durch, oder was? Ja, klar. Die kennen ja nichts von Strom. Das interessiert die ja nicht. Aber wenn die eine geballert kriegen? Die war ja gerade schon auf dem Wall. Das ist aber so wieder zurückgerannt. Das ist doch ein Zaun, oder nicht? Ja, das interessiert die aber nicht, ob da Strom drauf ist oder nicht. Eul blöden Tiere, ey. Eul Ziegen. Komm, Kleiner, Krebs vom Mitter. Mama freut sich auch ihres Lebens. Mhm. Oh, hier, Elvis. Elvis hat jemand zu spielen. Klasse. Dafür lohnt sich doch die ganze Arbeit. So macht Rinderzüchten Spaß. Am nächsten Morgen ist XXL-Ostfriese Tamme Hanken schon früh auf den Beinen. Es steht eine Fahrt ins 300 Kilometer entfernte Neumünster an. Dort wird er auf dem Hof der Familie Lemke-Pohl schon erwartet. Tamme wird immer gerufen, wenn seine Unterstützung nötig ist. Heute sind es gleich zwei Problemfälle, die auf ihn warten. Moin. 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 Alles in Griff? Ja. Das ist ja schön, dass man hier da ist. Und? Können wir auch Fohlen begucken bei euch? Im Bauch. Im Bauch? Ja, unser Pony ist sehr groß geworden. Wir haben ja auch vom Weltspät diese Blutstute decken lassen. Ja. So ein Bungel. Aber jetzt, Gott sei Dank, sie ist nicht mehr das am Wachsen. Sag mal, was habt ihr zu tun? Ich hab den Checker. Der ist ein bisschen frech im Moment, der haut immer aus im Schritt. Den habe ich, glaube ich, ein bisschen schief gemacht und du sollst ihn wieder gerade machen. Oh, oh. Schmeißt er dich runter? Nö, kann man. Sonst hätte ich mir das gerne erst mal angeguckt. Nee, steht auch hinten rechts ein bisschen raus mit dem Fuß. Und von daher können wir mal kicken. Ich hole jetzt meinen und dann können wir da mal gucken, ne? Ja, der Mann los. Jo. Gestatten, Checker, ein 8 Jahre alter Holsteiner. Kaum hat Claudia Pohl den Wallach rausgeführt, entdeckt Tamme etwas, das er unbedingt ansprechen muss. Wer schmiert da denn bei euch noch Huffett dran? Das ist Öl, nicht wirklich Fett. Ja, was macht, warum? Da muss Wasser dran.
Die Hufe müssen feucht sein, die müssen arbeiten. Ja. So die Ecken hinten, wo jetzt das weggebrochen ist, ja, da wird wenigstens Bienenwachs rein. Und dann kannst du das so glatt reiben, dann ist der Huf geschlossen. Da muss eine Siedlung rein, sonst kriegt ihr diese porösen Stellen nicht raus. Mhm. Einmal in Schritt hoch und runter. Claudia scheint richtig zu liegen. Läuft hinten total unrund, Schweif nach links, der Fesselträger an der rechten Seite taps, der rollt nicht ab. Gut, einmal rückwärts richten. So, jetzt siehst du es, gerade und weich. Gut, wenn du nämlich zu hastig bist, denn es ist die Angst, die ihn treibt. Aber hier kannst du sehen, mit rechts versucht er einen geraden Schritt zu machen und links hebt er an und schmeißt das Bein dann nach links runter. Und das muss nicht sein. So, Schätzelein, jetzt will ich mal Röwe kicken hier. Sieht nicht optimal aus. Du bist ja selber mit am Reiten immer, ne? Ja. So, verschiedene Scheuerstellen, klein, groß. Rechts, genau. Wovon kommt das? Vom schiefen Sitzen am Schreibtisch. Nee, weil du Lusche verschieden lange Beine hast. Okay. So, du hast links, du hast das Bein links länger, ja, und reitest in die rechte Schulter rein. Ja. Und das ist eigentlich ganz logisch. Wenn ich den jetzt so nehme, Ute muss mit gucken. Hier, die Mädels müssen gucken. Die Mädels gucken von vorne und er guckt gleich von hinten, weil Männer haben vom Hintern mehr Ahnung. So, Arme hängen lassen. So, und jetzt gucken, wie sie da steht. Rum, drehen. Und jetzt nach dem Arsch gucken. Und da sehen wir, der linke Arsch ist höher. Charmant. Also hast du nicht gerade geguckt. Und jetzt gucken wir mal hinten übers Pferd. Und dann siehst du, was du mit deinem Pferd machst, dass ihr das mal versteht. Die Schulter ist gerade und die ist kurz und kriegt diesen Puckel da dran. Ja. Linkes Bein ist länger. Jetzt ist der Sattel so, der kriegt hier mehr Druck. Genau. Und geht nach links weg. In dem Moment setzt er sich nach rechts rüber, darum macht der Fleck größer. Aber Arsch ist schwerer wie Bein. Jetzt dreht sich der Sattel leicht vorne nach links und drückt in die Schulter rein. Und dadurch hast du auf der rechten Hand Probleme in den engen Wendungen und so weiter und so fort. Also der kann da gar nicht für. Das bist du. Ja. Ja, dann mache ich dann das rechte Bein länger. Links länger. Musst du einen Papa mal fragen, der weiß das nämlich ganz genau. Wer lang hat, lässt lang hängen. Ah ja. Dass du das behältst. Ja. So, und diese Seite ein Loch länger. So, und da du aber von hier ein bisschen breit angelegten Rückenmuskel kriegst, müssen wir gleich deinen Sattel ohne Satteldecke dabei haben. Wenn du dir den eben herholen willst. In der Zwischenzeit fängt Tamme schon mal mit dem Einrenken an. Prima. Fein. Hops. Alles gut, Schätze. So, da war der Fesselträger. Und gleich sitzt auch das Becken wieder. Prima. Alles gut, Schätzelein. Gut. Ein Fall für den Hufschmied. Auch hier nächstes Mal beim Beschlagen dran denken, an der Innenseite. Muss der Stand halten. Das war's. Was soll an der Innenseite ausbecken? So, jetzt machen wir eben eine Probe. Ob er die Beine gleich zusammenlässt. Kreuzen will er sie schon. Anscheinend ein gutes Zeichen. Das Kurvenlaufen funktioniert schon mal. Aber Tamme will noch eine andere Disziplin sehen. So. Jetzt seht ihr eben ganz breit und jetzt lässt er die Beine beim Rückwärtsgehen einfach zusammen. An Checkers Problemen ist auch sein Sattel schuld. Das hat Tamme sofort erkannt. Jetzt geht er los. Oh, wie wir das spannen. Oder auch nicht. Der Knochenbrecher weiß ja längst, dass der Sattel nicht passt. Aber er hofft, dass Claudia beim Auflegen ein Aha-Erlebnis hat.
Wie hoch muss der Sattel? Na, dass die Strippen relativ gerade sind. Relativ? Gerade sind, nicht relativ. Lass ich nicht gelten. Dass sie gerade sind und die Bügel auch gerade runterhängen. Hier vorne runter. Hier passen jetzt drei Finger von meinen runter. Von deinen sollen da drei runterpassen. Ja. Und dann muss der Sattel so liegen, dass hier der tiefste Punkt ist, in der Mitte. Ja. Vor allen Dingen, Schätzelein. Du kriegst es immer hier, morgens im Kreuz und abends zwischen den Schulterblättern. Jawohl. Kopfschmerzen können von kommen und Unterleibsbeschwerden kriegen viele Reiterinnen davon. Der, der den Sattel angepasst hat, ist eine Lusche, denn der hätte gleich sehen müssen, dass er vorne zu eng ist. So einfach ist das. So, wenn wir jetzt die 2 Zentimeter nehmen, dann fällt er das denen, dann liegt er schon so. Mhm. Da machst du dir ein Keilkissen drauf und dann kommt er optimal hin. Verstehst du? Ja. So, jetzt musst du traben, wie du noch nie getrabt bist. Traben. Komm, und jetzt? Du musst schneller werden, Claudia, das ist der Trick. Hervorragend. Wo machen wir den Bügellänge? Links. Gut. Gut. Rein ins Bett. Der XXL Ostfriese ist zufrieden. Die mehr als dreistündige Autofahrt hat sich gelohnt. Ab heute wird es nicht nur Checker besser gehen, sondern auch seiner Besitzerin. Jetzt können die beiden den Frühling wieder richtig genießen. Auch in Filsum ist man nicht untätig. Einige der bretonischen Zwergschafe sind trächtig und sollen deshalb die nächsten Tage im Stall verbringen. Carmen und Becky sind ein erfahrenes Team im Schafetreiben und haben eine ausgefeilte Trenntechnik. Ob sie auch dieses Mal funktioniert? Erst hier treiben. Hier rein. Ja. Hier, meh. Meh, 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 meh. Komm mal. Abflug. 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 Dahin. Alle. Mäuschen, du musst auch mit. Alle. Falsch. Alle da rein, die Kinder können wir drüber hin. Brauchen wir die? Nein, das ist Mama. Aber du musst mit da rein, ja. Ein tolles Spiel. Sag mal! Und zurück auf los. Becky kann da auch wieder raus. Los! Hier rein. Läuft doch! Und jetzt bloß keins mehr entwischen lassen. Fällt das? Hält. So, und jetzt zeigt Becky, wie Ostfriesinnen ihre Armmuskeln trainieren. Ostfriesin? Hallo, meine Kleine. Das ist mein Baby, ne? Ja, du bist mein Baby, ne? Oh ja, hier. Die hat ja auch die paar weißen Haare oben drauf wieder. Das ist ja goldig. So. Welche muss ich haben? Mal erstmal angucken. Oh, kommt aber was. Oder? Die ist aber noch recht klein. Jetzt will Becky es genauer wissen. Ja, aber weit genug. Ich kann die ja besser da alle lassen, bevor du die dreimal aussortieren musst. Lass uns sie mitnehmen. Oh Gott. Hast du? Ja. Woher, du kleine Biene? Oh, ich bin ja nur der. Nee, 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 nee. Nein. Du kannst auch hier bleiben. Du Satan. Nicht strampeln. Du kannst gleich zu deiner Kollegin. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Gucken, ob wir die Tür aufkriegen. Kann ich hier rausspringen, ne? Marlene? So. Siehst du wohl. Gut. Ey. Nein! Shit! Carmen! Ich komme! Schafe sind abgehauen! Guck mal, das ist ein Schaf. Die blöden Viecher, ey. So blöd war das doch gerade gar nicht. Auf ein neues. Genau. Auf die Schafe. Fertig. Los!
Nee, du kannst da bleiben. Halt durch, Becky. Hilfe naht. Was ist? Wir haben sich die kleinste Lücke hier gesucht und so dran lang. Hier, die. Die. Die kleine. Kein Respekt vor dem Alter, die Schafe. Ich bin 56, nicht 26, ey. Wenn jemand sich nicht so schnell bewegen würde, so scheiß Haken schlagen würde. Ja, die Wolllieferanten haben's drauf. Aber Becky ist auch nicht ohne. Jahrelanges Armmuskeltraining zahlt sich eben aus und hilft beim ostfriesischen Staffellauf. Andersrum. Ich könnte es besser. Danke. Ach, du bist ja leichtgewichtig gegen die anderen, du. Nee. Nein. Oh. So, Mäuschen. Muss auf dich ein besonderes Auge haben, ne? So klein noch bist. So. Guck mal. Ja? Nee, da bleiben. Hier kommt kein mehr jetzt raus. Bleibt ihr schön in der Box. Kann ich euch sehen, ne? Heute keine Pferdescheiße, zur Abwechslung mal Kuh- und Lammscheiße. Das ist auch was Tolles. Oder Schafscheiße. Und da sage noch mal einer, das Leben auf dem Land wäre nicht abwechslungsreich. Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Mit 6 Mutterschafen geht es zurück auf den Hankenhof. Von Schafsscheiße zu Pferdeäpfeln. In Neumünster bekommt Tamme jetzt den nächsten Patienten vorgeführt. Oder besser gesagt, die nächste Patientin. Stute Kadder lahmt und ist sehr mager. Kurz gesagt, bei diesem Pferd ist sprichwörtlich die Kacke am Dampfen. Welcher Haufen gehört zu ihr? Zielsicher führen die Reitstallbesitzer den Ostfriesen zum Corpus Delicti. Das helle, ne? Stimmt. Ein Exemplar wie aus dem Lehrbuch. So, jetzt habe ich die Kacke wieder zurückgeholt. Ja. Die kannst du nachher in der Tasche stecken, ist noch ganz warm. Riechen. Riecht wie ein normaler Pferdeapfel, würdest du sagen? Nein. Nein? Der riecht, wie riecht der? Sauer. Sauer. Kann ich von hier riechen? Ja. Der riecht säuerlich. Wann ist Säure im Pferdeapfel? Ja. Wann ist dort Säure drin? Wenn ist Säure drin? Wenn ein Pferd Blutwürmer hat. Okay. Und Blutwürmer, das riechst du sofort. Die Pferde werden offenhaarig. Die Pferde werden nachher auch etwas dünn auf der Kacke. Mittel für Rinder, für Blutwürmer mit rein. Und dann entwurmen und nach dem 10. Tag wiederholen. Das Saure ist innerhalb 3 Tage weg. Viele Tierärzte sagen, wir müssen jetzt auch Blutwürmer untersuchen. Alles Quatsch. Das Untersuchen da drauf ist genauso teuer wie das Mittel. Ja. Schrubbt das Zeug da rein und dann werdet ihr sehen, innerhalb 3 Wochen wird das Pferd einen Zentner drauf und ist glatt. Und die werden auch nach dem Reiten immer leicht müde. Und dann fangen die auch an, während des Reitens, wenn sie dann noch weiter sollen und sie können eigentlich nicht mehr so richtig, so ein bisschen wehrig, so ein bisschen frech zu werden und sowas. Ja. Schritt hoch und wieder zurück. Die Hannoveraner Stute braucht scheinbar mehr als eine Wurmkur. Das Pferd ist hinten links lahm. Ort zurück. So ein bisschen geilen Ansatz. Das bedeutet, er nimmt die Last im Moment völlig auf rechts hin. Siehst du das? Links hat er das Problem, aber rechts hinten nimmt das. Jetzt steht er wieder auf rechts, nicht? Und ruht auf der linken Seite. Das ist links so eine Geschichte, die kommt vom Becken her. Ja. Und wenn ihr reitet und er ist richtig warm geworden, dann muss der richtig schön gekühlt werden. Okay. Kaltes Wasser an den Beinen. Ja. Ein Blick ins Maul muss sein. Na, du Typ, du. Komm, guck. Alles gut. Ein bisschen Selen fehlt. Und die Maulwinkel sind ein bisschen kaputt gewesen.
ist er so ein bisschen maulig. Musst du da mehr herumziehen? Nee, oder? Eigentlich ist sie super weich in der Hand. Das ist überhaupt nicht das Problem. Hier in der Ecke warten, ja. Druck stellen. Ja. So, geht's raus? Gut. Komm her. Gib Fuß. Gib Fuß. Hör auf. Hör auf. Alles gut. Schätzelein, trabe, schwebe dahin. Auf dem Hinweg brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Unterstützung. Wir machen das. Ja, so fangen wir doch langsam an, wenn die Kurven nicht alle werden. Aber wir können hier so lange üben, bis er keine Kurve mehr macht. So, das war hervorragend. Siehst du, der Schweif zieht schon wieder gerade. Wo ist die Trense? Die wollen wir ankommen. Während Janine die Trense holt, gibt's von Stilikone Zamme eine kleine Typberatung. Also die ist noch ein Scheiß, die musst du hier runter machen. Hab ich ihr auch gesagt. Das sieht ja aus wie alt. Guck mal, was ich dir gesagt habe. Haare ab da an der Backe. Wenn du nachher einen Kerl sich so schlecht rasiert, dass er Füße liegt. Ja, dass er immer stoppeln im Essen. Letzte Woche gesagt. Ach so, das? Ja, 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 ja. 13,5? Ja. Hm. Ja. Das ist so ein Übergangsmaul. Eher ein 14,5er, oder? Ich würde eine Nummer breiter nehmen. Okay. Gib ihm lieber etwas mehr Luft. Okay. Dann schneidest du einen halben Apfel durch. Reinkauen lassen und fertig. Genau. Das gehört dazu. Eine Hälfte der Reiter, eine Hälfte des Pferdes. Ja. Und beides bleiben gesund. Ja. Das Heu hätte ich gern gesehen. Oder Futter, wo sie schnaubt. Ja, die Nase. Ist ja nicht immer alles gleich, aber ich achte ja darauf, dass das ganz bisschen anziliert ist. Das gibt sie mal feuchter. Aber mal trockener. Jetzt gehen wir einfach noch etwas feuchter. Maurerkübel, Wasser rein, gehört ein Drahtkorb zu. Ja. Da kommt in den Drahtkorb die Portion, was du denn auf einmal frisst. Ja. Und dann Salzwasser rein. 2-3 Kilo drauf, eintauchen über Nacht, ablecken lassen oder den Korb einfach in eine Box stellen und dann kannst du den leer felsen. Wenn sie ein bisschen Jodsalz mitkriegt, dann kriegst du die Atemwege frei. Irgendwo ist mit der Silage, dass sie das nicht so richtig ab kann über die Schleimhäute. Mhm. Einfach ein bisschen feuchten, jodhaltiges Salz. Ja. Darum schnorcheln Ostfriesen nicht beim Essen, weil sie diese jodhaltige Luft haben. Eigentlich wollte ich diese Geheimnisse nicht weiter erzählen. Aber ich habe mir heute Morgen gedacht, wie die Sonne schien und ich bin aufgestanden. Die Welt ist bereit für neue Rezepturen. Danke, die Patientin ist entlassen. Mit dem Jodsalz-Tuning ihres Futters wird die 6-jährige Stute sicher bald wieder richtig fit sein. Tolles Rezept. Die Damen sind inzwischen am Stall angekommen. Jetzt bringen sie ihre Schäfchen ins Trockene. Ein Knochenjob. Vor allem, weil Carmen die Box ausgesucht hat, die von der Stalltür am weitesten weg ist. Nummer 1. 5 warten noch im Hänger. Lass euch nicht so neu. Ja, ist ja schön, dass ihr freiwillig kommt. Ja, lauf. Ja, lauf. Wenn du laufen willst. Um die Geburtsabteilung im Blick zu haben, wird auf neueste Technik gesetzt. Ich muss die Kamera umhängen, damit wir da in den Laufstall. Jetzt haben wir hier die Schafe, also jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir die nachts hier sehen können. Ich kann aber sonst auch immer auf die. Nur ich hab ja aufs Handy gucken. Damit ich euch sehen kann nachts, ne, Ladies? Das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich jetzt auch noch für eine scharfe Nachtwache halten soll. Du. Jetzt wird es hier langsam wohl ein bisschen. Ich sehe die Leiter noch ziemlich. Wie bitte? Machst du erst fest oder wie? Ich sehe die Leiter noch ziemlich. Ich will jetzt eben ungefähr gucken, wo ich die hinpacken muss. So, ne? Und jetzt vielleicht, weiß jetzt nicht, wie viel an der Seite da noch ist. Ja, ich mach's aber erstmal. Nee, ist die Seite hier. Ich mache jetzt erstmal im Fest. Zu viel. Ja, mach mal erst fest. Jetzt im Moment sehe ich wohl gar nichts.
Ist ja auch klar, was ich hier oben liegen habe. Ach so. Danke. Läuft ja super bei der NSA vom Hankenhof. Zumindest Becky hat alles im Griff. Sobald die letzten Schrauben sitzen, kann die Kamera justiert werden. So. Hallo. Hallo, Becky. Aha. So, mal gucken. Da habe ich hier 6. Ne? Schäfchen zählen beendet. Jetzt müssen unsere Hobby-Nachrichtendienstler nur noch aufräumen. Und dann war es das für heute. Danke, Angestellte. Darf ich die Leiter für dich tragen? Feierabend! Ich freue mich auf die Nachtwache mit euch, Kollegen. Echt super. Oh. Ein Vögelchen. Oh. Es hat den Sturz aus dem Nest nicht überlebt. Was machen wir damit, damit die Hunde das nicht noch nehmen? Wir bringen es auf den Mist. Du Kleines, dann schlaf schön. Ich hab's begraben. In Neumünster haben die Reitstallbesitzer Tamme zum Kaffeetrinken eingeladen. Und da sagt der XXL-Ostfriese natürlich nicht nein. Denn wenn es etwas gibt, das er noch mehr liebt als Pferde, Zigarren und seine Carmen, dann ist es Obstkuchen mit Sahne. Mmh, werde wieder so schön gebacken. Klaus, hast du super gemacht. Ah, nur wo ich sitze und die Sonne scheint, muss ich sagen, lasst uns den Tag beenden. So, Claudia verteilt. Ich verteile. Guck mal, ich habe extra ein Herzbuch gebacken. Siehst du das? Mit Fingerabdrücke drin. Ja. Das ist ja bei den Ostfriesen, wir sind ein paar Süße. Wenn man einen das auch nicht ansieht, ne? Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob selbstgebackenen Eierlikör. Hier wird jetzt das getrunken, was in der Torte nicht reinpasste. Das ist schon eine gute Sache, muss ich sagen. Lass uns hier mal eben den Eierlikör nehmen, sonst hier kommt da noch ein Küken raus. Prost, ne? Auf die Pferde. Auf die Pferde.